Frau Professorin Schürle Finke, Sie forschen an der ETH Zürich und entwickeln Nanosysteme für medizinische Anwendungen. Was genau sind Nanosysteme und welche Anwendungen finden Sie in der Medizin? Ja, also Nanosysteme sind schon mal generell Systeme, die im Nanometerbereich sind. Also in der Größenordnung von diesen wenigen Nanometer bis wenige hundert von Nanometer groß. Und wir entwickeln die speziell, dass sie im Grunde auf Krankheitssignale reagieren können, sowie auch auf Signale, die wir von außen kontrollieren können, wie zum Beispiel Magnetfelder oder Ultraschall, und setzen dann die Systeme ein im Körper, um da im Grunde als zu Diagnostik und auch therapeutischen Anwendungen. Das heißt, dass so ein Nanosystem dann im Grunde durch die Blutlaufbahn geht, dann einen bestimmten Biomarker detektiert und uns das dann nach außen kommunizieren kann, entweder durch eine Änderung von akustischen Signalen, die wir aufnehmen können, oder auch über ein Signal, das wir im Urin auslesen können, oder auch Systeme, die dann einfach therapeutisch gezielter eingreifen können, als zum Beispiel einen Wirkstoff gezielter an den Ort der Erkrankung bringen können. Was ist denn da gerade das Forschungsprojekt in Ihrem Feld, in dem Sie das größte Potenzial sehen? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir haben sehr viele verschiedene Forschungsprojekte, um ehrlich zu sein. Also ich bin sehr technologiegetrieben, mein Hintergrund ist in Robotik und Engineering. Und wir haben wirklich verschiedene Projekte, die ganz verschiedene Krankheiten betreffen. Also wir arbeiten gerade an Arthritis-Frühdiagnostik, an Implant-Monitoring für Infektionen, an neuen Methoden, für im Grunde bei Diabetes-Früherkennung, genauso wie dann bei Krebstherapie im Grunde, wie man da Wirkstoffe besser ins Gewebe bringen kann. Und da gibt es jetzt kein Lieblingsprojekt, oder wo ich mehr Potenzial sehe. Ich sehe eigentlich Potenzial in allen, aber natürlich gerade auch die chronischen Erkrankungen und die Früherkennung und einen wirklichen Schritt zu mehr proaktiven Medizin, wo wir, bevor der Schmerz kommt oder irgendwie die Symptome auftreten, wirklich durch solche Systeme erkennen können, es gibt ein Alarmsignal und jetzt müssen wir einschreiten. Da sehe ich großes Potenzial generell. Gerade in Deutschland wird medizinische Forschung, die stark in den Körper eingreift, also zum Beispiel Genmanipulation, aber auch Nutzung von Nanorobotern im Körper, sehr kontrovers diskutiert. Was ist da Ihr Standpunkt als Nanotechnologieforscherin? Sollten wir uns einfach mehr entspannen? wunderbare Frage. Ja, ich finde, wir sollten uns mehr entspannen. Aber sage ich natürlich, weil ich informiert bin. Also der erste wichtige Schritt dazu ist im Grunde, dass die Gesellschaft gut informiert ist darüber, was wir eigentlich wirklich machen als Forscher. Und dass wir auch vertrauen auf die Wissenschaftler, dass sie die Verantwortung übernehmen, so Ansätze wirklich durchzudenken. Also natürlich geht das dann von nicht nur dem Potenzial in der Diagnostik, aber die ganze Toxicity, also die Sicherheitsaspekte und so weiter. Natürlich machen wir die Studien alle dazu, aber dann auch noch wirklich im Kontext darüber hinaus, was bedeutet es am Ende für den Menschen, ethische Betrachtungsweisen, die da auch hinzugezogen werden, was wirklich in der Verantwortung der Wissenschaft liegt und wo ich hoffe, dass man mehr darauf vertrauen kann, dass wir das alles mit einbeziehen in unser Tun. Und in dem Sinne auch wirklich nicht Angst davor haben, sondern das als großes, neues Potenzial sehen in der Medizin. Das bedarf aber auch natürlich, und diesen Punkt möchte ich einfach machen, weil er mir so am Herzen liegt, auch mit meinen Studenten, dass wir tatsächlich nicht nur Wissenschaftler ausbilden, dass sie exzellente Wissenschaftler sind in ihrem Feld, sondern auch wirklich dieses ganzheitliche Denken mitbringen und wir auch Ethik wieder zurück in den Vorlesungssaal bringen. Denn wenn wir uns überlegen, wie sind die Wissenschaften eigentlich entstanden, das kam aus der Philosophie und aus der Ethik, und jetzt sind wir doch recht fokussiert in unseren wissenschaftlichen Silos, wie man so sagt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man das wieder mit ins Studium und in den Wissensstand bringt. Vielen Dank für das Interview.